Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkirchen freute es, dass sie helfen konnten. Markus Gellert von der Gemeindeverwaltung hatte sie alarmiert und gebeten, ein warmes Zelt an der Gorch-Fock-Straße aufzubauen. Die 7 Wohnblocks dort mit 52 Wohnungen waren seit dem Vortag ohne Heizung und Warmwasser, bei Nachttemperaturen unter dem Gefrierpunkt. Mehr als 100 Menschen, viele Kinder, hatten in der Nacht schon erbärmlich gefroren, denn die Wohnungen in den Blocks waren schnell ausgekühlt. Das Problem: die Wohnsiedlung hat mehrmals den Besitzer gewechselt in den vergangenen Jahren. Und der ganz neue Eigentümer, laut Gemeindeverwaltung eine Immobilienfirma in Schleswig-Holstein, hatte schlicht die Gasrechnungen nicht mehr gezahlt. So drehte die EWE zuletzt den Gashahn zu. Und ohne Gas kann die zentrale Heizanlage keine Wärme produzieren.